Wir haben gewusst, dass das wieder mal wieder, wie fast jedes Spiel in der Bezirksliga, eine schwierige Sache wird. Und der Gegner hat uns das wie erwartet schwer gemacht. Aber ich glaube, ja, je länger das Spiel dauerte, auch wenn wir zuletzt hinten drin standen, haben wir das eigentlich souverän nach der 2-0-Führung runtergespielt. Also das war ein super Spiel gewesen. Auch von der Spielintelligenz her war das hervorragend. Erste Halbzeit war mir zwar nicht so doll gewesen, aber zwischen in der Pause haben wir uns nochmal unterhalten, haben dann gesagt, okay, die beste Verteidigung ist die Offensive und haben uns auch dementsprechend umgestellt. Es hat uns auch gleich nach der zweiten Halbzeit in den nächsten 5 Minuten gelungen und so ist das Spiel dann super gelaufen. Ja, also das Spiel hat eigentlich gut für uns angefangen. In der ersten Halbzeit waren wir wirklich die bessere Mannschaft. Haben auch einen Elfmeter bekommen, was der Schiri nicht gepfiffen hat, was auch unverständlich ist. Also das ist ein klarer Elfmeter und danach haben wir das Tor auch nicht gefunden. Und dann kam in der zweiten Halbzeit durch einen Torwartfehler, haben wir das Tor kassiert und dann haben die Jungs sich auch nicht mehr, ich sag mal, aufbauen können. Und das hat natürlich alles runtergezogen, ne? Also ich glaube, wir haben eigentlich schon viel hitzigere Spiele schon letztes Jahr auch gehabt. Und wenn ich das damit vergleiche, was für Spiele wir, wie gesagt, das schon erlebt haben, war das eigentlich eine relativ normale und harmlose Partie. Also Untätigkeiten habe ich jetzt keine gesehen, ehrlich gesagt. Und wir haben eigentlich vermutet, dass es noch hitziger wird. Aber jetzt unterm Strich war das komplett eine faire Sache in meinen Augen. Das sind ja auch die Schönheiten vom Fußball, dass der Schiedsrichter auch nicht alles richtig entscheiden kann. Weil er ist ja ganz alleine und wir haben ja mehrere Spiele auf dem Feld. Und da sollte man einfach mal ein Verständnis zeigen und sagen, gut, als jahrelanger Schiedsrichter weiß ich auch, wie schwierig das Ganze ist. Und von da aus keine Beurteilung. Super Spiel. Also insgesamt war die Leistung echt sehr schwach heute. Ich denke mal, er hatte viel Druck gehabt, weil zu viele Zuschauer und zu viel Geschrei da war. Und deswegen denke ich mal, war das für ihn jetzt ein bisschen zu viel. Ich weiß nicht, ob er jetzt in der Höhe schon mal gepfiffen hat. Ist ja jetzt nicht so hoch, aber es war, glaube ich, zu viel für ihn heute. Aber was soll's, also es lag jetzt nicht 100% alles an den Schiedsrichter. Natürlich haben die Jungs nicht 100% gegeben. Es hat bei einigen noch ein bisschen gefehlt, aber Schiedsrichter war heute ein bisschen schwach. Also unser Ziel ist ja die ersten 8. Wir wollen ja nicht irgendwie aufsteigen. Wenn das natürlich klappt, ist das eine hervorragende Sache für Songoldersport, weil wenn man mal den Vereinsgeschichte mal gut durchguckt, wir sind ja jedes Jahr fast Meister geworden, aufgestiegen. Und ich denke mal, das wird eine hervorragende Sache, aber es wäre auch wiederum unfair, wenn wir aussteigen würden. Wir wollen uns nur noch etablieren. 7., 8. wäre für uns ein super Ergebnis und wir werden auch da bleiben.